üblicherweise an dieser Stelle wird immer gerne berichtet über Pilgerreisen in Silicon Valley, in die USA. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass aus Förderprojekten oder Studien besonders mittelstandskompatibel ein Vergleich mit den Asiaten, mit den Preußen Asiens, mit Japan sehr gut gelingt. Und das ist einfach, fangen wir mal bei den Begriffen an, startend von Industrie 4.0. Das ist für mich Hightech, das ist für mich Vorbild, das ist für mich Echtzeit, das ist Produktinnovation. Und demgegenüber oder daraus ergibt sich aus Verwaltungsprozesssicht Arbeiten 4.0, das ist High-Org, das ist Leitbild, das ist selbstbestimmt und das ist Prozessinnovation. Nun, was können wir aus den Beispielen mit Japan lernen? Dort finden sich Vorschläge für die Integration von Zugezogenen, von fremden Kulturen, aber auch vom Mensch-Maschine-Dialog. Ganz einfach kann man sagen, die Digitalisierung zeichnet aus, dass alle Servicestufen, alle Vertriebsstufen und sicherlich auch alle Branchen integriert werden und dass, wenn man so will, alles Software gesteuert wird. Das hat den weiteren Vorteil, dass ich alles integriert habe als Assistent, als im Beispiel von den Japanern gelernt, ein Tempel. Ein Tempel, den man betritt und auf der anderen Seite wieder verlässt. In der Zeit, in der man in dem Tempel ist, werden die Schuhe um 180 Grad gedreht. Jetzt kann man sagen, das ist Verblüffung auf hohem Niveau. Das ist in japanischer Sicht den Prozess durchdenken. Und zwar, was möchte der Besucher, der den Tempel jetzt ja aufsucht, auf keinen Fall, er möchte sich nicht bücken müssen. Okay, dann mache ich alle Dinge smart, ob das Auto, das Haus oder die Produkte, das Internet der Dinge. Was können wir daraus ableiten für die Wirtschaft, denn Politik und Bildungsträger sehe ich jetzt etwas zäh fließend in Deutschland. Der Konfuzius von Japan, der hat sich natürlich auch so ein bisschen gewandelt, denn die haben jetzt auch schon die Generation Y, die gar nicht mehr so konform sind. Und damit haben sie auch die nächsten Schwierigkeiten, denn die hochkomplexen Modelle, in denen die leben, Lean Management beispielsweise, kann man nicht mit Teilzeitbeschäftigten machen. Wir nehmen aber auch mit, dass ganz viel bei Arbeiten 4.0 open ist, dass ganz viel Coworking ist, dass ganz viel Start-up-Spirit in etablierte Unternehmen oder wie ich immer zu sagen pflegte, da gibt es Erfinder, Tüftler mit coolen Ideen, die haben bloß nicht in der Werkzeugkammer eine große Lasermaschine stehen und da können wir uns doch ergänzen und was zusammen machen. Das ist zusammengefasst für mich Arbeiten 4.0 aus dem Industrie 4.0 Umfang kommend.